Guten Morgen. Wir starten heute wieder zu einer Wanderung. Ja, die haben wir uns vorhin über Outdoor Active rausgesucht. Und das ist der Schwelentrupper Höhen. Bei Dörentrupp im allertiefsten Nepperland. Ja, wir sind jetzt fast eine Stunde mit dem Auto gefahren über die Dörfer. Ja, und jetzt geht's los. Nina ist munter. Auf geht's. Hier geht sogar der E1 her. Heute ist Mittwoch, der 3. März und ich habe heute einen Tag Urlaub und bin mit Nina relativ früh losgefahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir es jetzt haben. Ich denke mal 10 Uhr. Und diese Feld- und Wiesenwanderung heute ist auch mal eine nette Abwechslung zu nur Wald. Weil also heute werden wir hier unheimlich schöne Aussichtspunkte haben. Ja, ich bin schon neugierig. Für mich völliges Neuland, hierher zu gehen. Hier liegt sogar noch Schnee. Dieser Weg heißt Dornröschenweg. Das ist ein ganz alter Hohlweg. Hier unten durch, wo auch noch Schnee liegt. Wo ist der Schnee? Ja, die Nina, die sucht sich immer den saubersten Weg. Sie geht ungerne durch Schlamm, die feine Dame. Ja, das ist das Gute an Schnee, da kann man direkt seine Schuhe wieder reinigen. Doch, ziemlich dreckig. Wunderbar sauber. Top. Ja, prima. Anstieg müssen wir noch bewältigen und dann sind wir oben auf dem Sternberg. Von da aus geht es, glaube ich, nur noch bergunter. Ich will schon am Schwitzen.
die Bäume. Wir sind jetzt oben auf dem Steinberg, also nicht Sternberg, angekommen und gehen jetzt oberhalb den Kammweg. Okay. Ja, die Nina möchte weiter, ne? Frauchen spielt schon wieder viel zu viel am Handy rum. Sinniger Rundumblick. Hier einmal rum. Thank you.
Ja, wir sind hier an einer ganz alten Burganlage, die um 1200 bewohnt wurde. Also schon ewig lange her und niemand weiß ganz genau, was es mit dieser Burganlage auf sich hat. Das ist total interessant. Ich habe mir die ganzen Infotafeln durchgelesen. Burggräben sind. Noch auf dem B1. Oh, ist der Schnee, Lina. Geht da weiter, ist das letzte Schild, und wir müssen da weiter. Tatsächlich gerade ein ganz kleines Stück verlaufen. Wir sind von da gekommen, wir hätten von da kommen müssen und hier läuft der Weg wieder zusammen.
so schlimm. Wir verlassen den offiziellen Rundwanderweg und gehen jetzt eine Abkürzung, weil wir schon lange genug unterwegs sind. Wir trödeln immer so, gucken uns immer alles genau an, bleiben an fast jeder Bank sitzen. Und deswegen gehen wir jetzt auf dem direkten Weg wieder zum Auto. Ein paar Meter müssen wir trotzdem noch gehen.